Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Im letzten Part haben wir sehr oft gegen Rock vorgekämpft, nachdem wir ihn eigentlich schon besiegt hatten. Und jetzt sind wir bei Lago und können endlich hier weitermachen. So, zuerst mal. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Brauchen wir das hier. Ich will ein guter Taschendieb werden. Ha, da hast du ja noch einiges vor dir. Ein guter Taschendieb kann seinem Opfer das Kissen unter dem Hintern wegmopsen. Aber du kannst mit einfachen Sachen anfangen. Wichtig ist, dass du dein Opfer ablenkst. Und ein bisschen vorsichtig solltest du natürlich auch sein. Um besser zu werden, musst du mehr über die Diebeskunst lernen. So, okay. Später. Jetzt sind wir erstmal Taschendieb, das ist schon mal wichtig. Jetzt ist die Frage, wie viele Punkte brauche ich dann? Schmutzige Tricks Diebeskunst, das sind 10 Punkte. Brauche ich hier 10? Zeigen. Moment, das war dumm. Ich muss, glaube ich, erst mit Lago drüber reden. Wie komme ich an die Perle? Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Das soll klappen. Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich das Ding jahrelang getragen. So. Das ist also das Erste, was ich hier tun muss. Diebeskunst 10 habe ich sogar. Lust auf einen Grog? Da sage ich nicht nein. Schwarze Perle habe ich. Grog ist weg. Ruhm ist plus 10. Was glotzt du denn so dämlich? Ich habe mich nur gewundert. Worüber? Wie schnell jemand Grog trinken kann. Darin bin ich Profi. So, die Perle selbst könnte ich jetzt natürlich als Ohrring tragen. Was ich nicht tun sollte, weil ich muss die gleich abgeben, aber ich mache es einfach mal. Gerissen plus 1. Wundervoll. So, und jetzt mal sehen, was mache ich mit Lagos Sachen, weil, ja. Ich hoffe, ich kriege da ein bisschen Kohle raus. Oh, ich muss ihn wohl erst freilassen. Oder ich muss die ablegen, das kann auch sein. Ja. Ich leg mal einfach ab. Okay. Ja, jetzt komm, mach halt mal so hier weiter. Ich habe hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht. Da los, worauf wartest du? Jesus! Das hätte man mir auch vorsagen können, dass ich hier angegriffen werde. Aua. Werde. Zeig's ihm! Puff. Ja, und jetzt? Das war unerwartet, ganz ehrlich. Das muss ich echt sagen. Danke, dass du mich befreit hast. Du hast was gut bei mir. Hier, nimm schon mal den Dietrich. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich mal zum Piratennest aufmachen. Willst du deine Sachen nicht wiederhaben? Heißt das, du hast alle meine Sachen bei dir? Nur einen Teil. Dann behalt den Krempel erstmal. Ich hab doch alles. Wenn du mir alle meine Sachen wiederbringst, lasse ich 1000 Goldstücke dafür springen. Hä? Warte. Ich komm mit. Gut. Dann wollen wir mal. Das ist eine Quest. Jesus. Warum laggt das jetzt? Das ist jetzt nicht in Ordnung. Ich will doch erst gucken, ob es hier noch was gibt. Oh Gott, das laggt. Okay, ich muss hier gleich was machen, aber. Sitzt er jetzt da rum? Wieso leckt das jetzt? Was soll der Scheiß? Hey, hör auf zu lecken. Und was hat Karte jetzt noch zu sagen? Ich muss sie gleich cutten, weil das ist ja unerträglich. Du hast den Gefangenen befreit. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, ich lass dich mal am Leben. Was bei allen Göttern willst du von mir? Zeig mir die Sachen. Okay, ich bin verwirrt wegen der Klamotten. Kader hat Lagos Kopftuch an Riley verkauft. Das habe ich. Kader hat Lagos schwarze Perle für sich behalten. Die habe ich. Um an Lagos Stiefel zu kommen, sollte ich mich am besten nachziehen. Habe ich doch auch. Ich habe alle drei Items und ich trage nichts davon am Körper. Pass mal auf, wenn jetzt irgendwas leckt hier ganz komisch. Das ist definitiv alles Lagos-Stuff. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Und ich weiß auch nicht, warum es leckt. Schön an meinem Heck. Jetzt geht's wieder. Läuft übrigens einen anderen Weg. Das heißt, ich kann hier endlich den Rest der Insel auch so zum Teil erforschen. Obwohl, nee, er läuft nicht unbedingt einen anderen Weg.
Okay. Also diesen Weg sind wir schon gelaufen. Wenn er jetzt durch den Tunnel geht, dann ist das derselbe Weg, den ich gelaufen bin. Wenn er jetzt rechts abbiegt, dann haben wir jetzt einen völlig neuen Weg. Und ich glaube, da sind auch die, auf denen Kopfgeld ausgesetzt ist. Aber ich werde jetzt trotzdem kurz cutten, weil das Gelände geht mir gewaltig auf die Nerven. So, mal sehen, ob ein Neustart des Spiels was bringt. Bleib schön an meinem Heck. Das sieht schon besser aus. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Tu mir nichts. Sagt er zum Krallenaffen. Oh. Au. Au. Steht doch mal, ihr dummen Viecher. So, das heißt, wir werden jetzt Largo begleiten auf einem Pfad, den wir noch nicht hatten. Das heißt, wir können hier dadurch schon mal ein bisschen erforschen, was ich eh vorhatte, bevor ich mit Stahlbart reden will. Weil die ganze Insel sollte erforscht sein. Bis auf eben diese Grabspinne und was da noch rumkriecht, was ich nicht besiegen kann. Oh, da sind doch die... Das sind doch die Wilden. Folge mir! Jetzt haben wir ein Problem. Patty, los geht's. Buch. Ah, schon blind. Oh, der wirft Speere, der Penner. Was habe ich jetzt abbekommen? Ey, hört auf, die Speere nach mir zu werfen. Ich kill mal kurz den Schwertkämpfer, hoffe ich. Okay, und jetzt kann ich mich mit dir anlegen. Ich hoffe, ich krieg euch. Ich habe nämlich keine Heilung. Ah, falsche Taste. Ich habe keine Heilung gerade ausgerüstet. Und der hat einen Speerkampf. Gegen sowas habe ich noch nie gekämpft. Ui. Ich hoffe, Patty kommt da hinten klar. Das habe ich gleich zwei auf einmal. Au. Nichts passiert. Ja, Patty kommt klar, aber ich gerade nicht. Halt. Da. Oh, shit. Ach Gott. Machen wir noch ein bisschen probieren, während Patty den ablenkt. Oh Gott. Oh wow. Okay, ein Speer. Und ich muss den, die Typen ausnehmen. So, einmal. Ein Kopf. Okay. Zweiter Kopf und eine Schale. Ich denke, die kann man verkaufen. Und der dritte Kopf. So, wo bin ich jetzt? Okay, also bis hier laufe ich erstmal. Wenn ich jetzt nach Norden laufen würde, käme ich zu dem alten Tempel, der mir wahrscheinlich gerade gar nichts bringt. Ich nehme auch an, dass er nicht nach Norden will. Folg mir einfach. Ja, okay. Oh Scheiße, tu mir nichts. Wir haben auf jeden Fall auch so noch eine Menge zu erforschen hinterher. Au. Wir greifen nur beide erstmal mich an, das ist echt nervig. Hauptsache, Largo brüllt ein bisschen von der Seite mit, anstatt was zu machen. Patty, du stehst auf dem Warzenschwein, den ich ausnehmen will. Danke. So, wo ist er jetzt hin? Okay, ja, er muss da runter. Ich werde ihm jetzt da mal folgen, denn der Weg bringt uns wahrscheinlich eh nichts. Und das mache ich dann, wenn ich ihn nicht mehr aus den Augen verlieren kann, weil er rennt gerade vor mir weg. Und in Monster rein. Patty, hast du mich gerade ausgelacht? Du Bitch. Das sind die Fallen von den Ureinwohnern. Die habe ich völlig vergessen. Ich habe noch Leertaste gedrückt, aber ich glaube, ich habe zuerst W gedrückt, deswegen hat es nicht reagiert. Häufiges Sprechen ist sinnvoll. Ja, sehr nett, danke. Jesus. Also da sind ständig irgendwelche, nennen wir es Quicktime-Events bei diesen Fallen. Scheiße, und jetzt ist der natürlich schon voll davor gerannt. Durch die Falle laufe ich jetzt trotzdem. Oder auch nicht. Diesmal habe ich die Leertaste gedrückt. Schnell weiter. Erstmal sauber machen. Largo ist hier in Gefahr. Er sollte vielleicht nicht drauf gehen. So, ich habe mir nochmal ein bisschen Proviant reingepfiffen. Aber es wäre ganz gut. Ja.
Velago retten könnten. Da kommt schon das nächste. Oh oh. Ja, halt die Klappe. Problem bei dieser Wegführung ist, ich kann mir absolut nicht merken, wo ich jetzt schon überall war. Ich meine doch, wenn ich es nachher nochmal ablaufe, wird es schon gehen. Bleib schön an meinem Heck. Hat er mir jetzt... Der muss mir noch... Oh Gott, wieso riss der so schnell? Der muss mir noch Schlösserknacken beibringen. Der rennt voll. Ja, wir sind... Ich glaube, hier haben wir schon alles ausgeräumt. Ich glaube, jetzt sind wir so gut wie da. Folg mir einfach. Ja, ja. Aber ich muss noch... Oh Gott, doch noch nicht ganz alles. Ja, hier waren wir noch nicht. Gesehen habe ich das. Oh, es sind vier Stück. Shit. Also ohne Patty wäre ich jetzt richtig am Arsch. Au. Vor allem, weil ich wieder keinen Rum ausgerüstet habe. Oh je. Okay. Au. Okay, okay. Ich hoffe, das funktioniert. Oh oh, ich glaube fast nicht. Okay. Wir haben mir kurz den Alkohol reingepfiffen. Da hat es gerade Ruhmpunkte gegeben. Halt die Klappe, Lago. Und ich dachte, dass das Spiel vielleicht nicht pausiert sei. Aber ich glaube, das lag daran, dass das ein bisschen zeitverzögert kam. Ja, Mistviecher sehe ich genauso. So, das war schon wieder ein Rum. Also ohne Heilung zwischendrin ist man hier halt echt gefickt. Manche Kämpfe sind schon ziemlich hart, muss ich zugeben. Witzigerweise habe ich beim Jaguar und so keine Probleme gehabt. Ich glaube auch, ich würde schon gerne versuchen, die Grabspinne da noch zu killen, bevor ich... Ja. Bevor ich mit Stahlbart rede. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht nicht. Bleib schön an meinem Heck. So, jetzt müsste ich, ja, jetzt müsste ich durch sein hier, auf diesem Weg. Wie er rennt, ey. Folge mir! Ja, wir sind doch schon da, Lago, beruhig dich. Ich glaube, jetzt würden sie das Tor öffnen, wenn ich den nicht schon verprügelt hätte. Extra, damit Lago hier durch kann. Bleib schön an meinem Heck. Okay. So, du hast uns also Verstärkung besorgt. Hi, das wurde auch Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr auf Verstärkung angewiesen seid. Hey, wenn mehr Leute am Tor sind, können wir uns öfter abwechseln. Schon klar. Und ihr habt mehr Zeit zum Saufen. Genau so sieht's aus. Übrigens, dass du den jungen Colby angeschleppt hast, war gut. Der kann hier noch einiges lernen. Okay. Sogar Ruhm dafür bekommen. Ja, ist ja gut. Wir sind doch schon da. Wo bist du noch hin? Will jetzt bis in die Kneipe sprinten, folg oder was? Mir einfach. Beruhig dich doch mal. Er freut sich einfach riesig, zu Hause zu sein. Bleib schön an meinem Heck. Immer noch nicht geschafft. Oh. Folg mir einfach. Wir sind aber jetzt nicht bis aufs Schiff, oder? Nee. Okay. Er wird tatsächlich in die Kneipe. Hey, 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 warte mal. Was trägst du denn da für einen Hut? Das ist mein Hut. Mein Glückshut. Den habe ich gefunden. Und ich habe ihn verloren. Also, gib mir meinen Hut zurück. Was zahlst du denn? Ein Finderlohn steht mir ja wohl zu. Ha, dir steht gar nichts zu. Gib mir meinen Hut. Pff. Der Hut gehört jetzt mir. Dann kämpf mit mir darum. Auf geht's. Kämpfen wir. Dann mal los. Mach schon. Okay. Komm zurück, gerannt. Den werde ich ja wohl glatt kriegen. Au. Ah, verdammt schlecht. Komm zur Sache. Ah, nicht schon wieder. Los, du!
Oh, verdammt. Komm, chill, chill. Jawohl. Schön, wie es mir immer den Nacken zersäbelt. Aber das war ein verflucht knapper Kampf. Und Lago rennt schon wieder davon. Ich habe den Kopf gesehen, ich bin zufrieden. Ich habe selten jemanden erlebt, der wegen einem Hut so fest zugeschlagen hat. Es ist halt ein Glückshut. Und Glück kann ich gebrauchen. Ja, es ist ein guter Hut. Auch ich habe ihn in einem Kampf gewonnen. Also, was soll's. Jetzt gehört er dir. Sehr gut. Und den Plan kann ich trotzdem noch kaufen. Perfekt. Bleib schön an meinem... Sollte ich auch bald machen, aber viel Gold habe ich nicht mehr. Ich muss... So, ja. Da sind wir. Ich gehe dann mal einen trinken. Du weißt, wo du mich findest. 10 Ruhm dafür, dass ich den jetzt bis hierher verfolgt habe, aber wenigstens, ja, habe ich ein bisschen aufgeräumt. Was ist denn mit den... Ist es verbuggt? Oder muss ich das tatsächlich anlegen, weil das wäre ironisch. Hey Boy, ich habe deine Ausrüstung. Ne, bringt auch nichts. Das ist scheiße, das sind 1000 Gold, die ich brauche. Nicht gut. Muss ich mal googeln, ob das ein Bug ist. Ist jetzt momentan nicht notwendig. Werde ich wohl zwischen in diesem Part und dem nächsten machen, denn ich denke, eine muss auf jeden Fall noch in diese Session, denn ich bin noch nicht so weit, wie ich gerne wäre. Das Kopfgeld kann ich abgeben. Das klappt irgendwie nicht. Lederhemd. Da fehlt noch ein Lederhemd, deswegen. Ah, das muss ich kaufen tatsächlich. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich überhaupt... Moment, was brauche ich denn? Ich brauche 500 Gold, um diese Schatzkarte zu spielen. Ich brauche insgesamt 300 Gold für die Gespräche mit, also Morris Plan. Und außerdem, die zwei Möglichkeiten, die ich mit der Frau da drin sprechen kann. Das sind 300 Gold insgesamt. Ach so, ich muss auch jetzt Schlösser knacken lernen, sonst bringt das hier alles nichts, was ich hier tue. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt muss ich auch nochmal gucken. Ich glaube... Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Fürs Schlösserklang will er kein Gold. Doch, jetzt schon. Shit. Ich bin noch nicht gut genug. Und Gerissenheit 4. Also muss ich gucken... Später. ...dass ich jetzt an ordentlich Gold rankomme. Ich weiß nur noch nicht wirklich wie. Ich habe einen kleinen Plan und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit. Ich krieg da aber 600 Gold von Di Fuego. Und dann von Lago 1000 Gold, sobald ich dem die Klamotten abgekauft habe. Ich weiß nicht, wie viel das Lederhemd kostet. Aber das muss ich jetzt kaufen. Da hole ich mir erst das Geld hier. Taschendiebstahl für Diebeskunst 45. Also so weit bin ich ja noch lang nicht. Ich bin erst bei 10. Ich werde Gerissenheit auf 4 bringen müssen, dann habe ich aber erst 20. Das kann ich aber eigentlich gleich machen. Ich habe ziemlich viel Ruhm. Jetzt kostet es 3000, dann habe ich immer noch ziemlich viel Ruhm. So, und dann habe ich das auf 20, aber das bringt mir noch nicht so viel. Ich habe ja ein paar Köpfe für dich. Heiki, das ist ja barbarisch. Du wolltest doch die Köpfe haben, oder nicht? Na, ich hatte erwartet, dass du mir ihre Leichen bringst. Nicht, dass du ihnen die Köpfe abhackst. Ach, aber von einem Burschen wie dir sollte man auch nichts anderes erwarten, nicht wahr? Idiot. Wie auch immer, hier ist deine Belohnung. Hä? 100 Goldstücke pro Kopf. Ich glaube, es hackt. Hey, wir hatten uns auf 200 pro Kopf geeinigt. Ah ja, das sind dann 600 Goldmünzen. Hast aber nochmal Glück gehabt. So, jetzt haben wir ein bisschen Kohle. Deshalb können wir hier nicht knacken, denn hier sind, ich kann auch gar nichts knacken, ich habe es ja noch nicht gelernt. Ich brauche erst die 1000 Gold, die ich aber jetzt auch gleich kriege. Da drin gibt es noch 2 Truhen, die ich eventuell klauen kann. Ich schaue mich ganz kurz um, wo es noch Truhen gibt. Hier glaub nicht. Nee, gibt es gar nichts. Da in der Baracke, aber da muss ich nachts rein. Eventuell bei den Arbeitern drin. Da laufe ich eh fast vorbei, also kann ich kurz gucken. Und eventuell hinten beim Feld. Ich glaube, da war auch noch eine Truhe. Und das wäre hier in diesem Bereich schon mal alles. Und im Piratenlager gibt es auch nochmal einiges. Und nahe im Piratenlager gibt es eine Stelle auf jeden Fall. Aber hier ist keine verschlossene Truhe. Okay, also hier muss ich schon mal nicht hin. Wahrscheinlich hinten bei den Feldern. Ich glaube, da gab es ein Gebäude, wo man noch etwas klauen kann. So, jetzt kaufe ich dem erstmal kurz das Lederhemd ab. Denn das habe ich tatsächlich vergessen und war sehr irritiert. Zeig mir die Sachen. Das müsste das hier sein. Ja, da ist ein L drin.
Das waren wie viel? Gar nicht geguckt. Ich glaube 200. Das wären alle Klamotten, die ich hier brauche. Gold wird nur noch 30. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur 100. Ich weiß jetzt nicht. Ist ja auch geil. Als nächstes erstmal zurück. Lago des Geben. Dann Schlösser knacken lernen. Dann können wir richtig loslegen, denke ich. Dann muss ich das mit dem Saufen machen. Hier, hast du deine Sachen wieder. Tatsache. Ich habe dir 1000 Goldstücke versprochen, richtig? Richtig. Ich würde sagen, du hast sie dir verdient. War bestimmt nicht ganz einfach, den ganzen Krempel zusammenzutragen. So, das fühlt sich schon viel besser an. So. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Bevor ich das jetzt mache... Spät. Moment. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Okay, ich habe genug. Also machen wir das nochmal. Schlösser knacken. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Einen Dietrich hast du ja schon. Jedes Schloss besteht aus mehreren Riegeln. Je besser das Schloss, desto mehr Riegel gibt es. Du musst die Riegeln in einer bestimmten Reihenfolge öffnen. Die ist natürlich bei jedem Schloss anders. Wenn du was falsch machst, musst du nochmal ganz von vorne anfangen. Probier es am Anfang mit einfachen Schlössern. Je schwerer das Schloss, desto mehr Diebeskunst ist erforderlich, um es zu knacken. So, und dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Für 500 Gold kann ich mir zum Beispiel Anfänger-Sachen noch holen. Das heißt, ich bin dann bei Diebeskunst 5 Punkte besser. Das ist ziemlich wichtig oder ziemlich nützlich. Jetzt gerade haben wir gerade mal 20. Ich hoffe, das ändert sich bald. Okay, das können wir noch machen. Die Sache mit Di Fuego ist erledigt. Zu welchem Preis? Spielt das eine Rolle? Ha! Hast bei Pedro abkassiert, den alten Sack runtergehandelt und den Rest für dich behalten? Ich hab keinen Rest. In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen. Aber ich hab heute meinen großzügigen Tag. Hier, nimm 5 Flaschen vom besten Takarigua-Rum. Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Er sagte, ihr sollt aufhören, seinen Zucker zu klauen. Ja, genauso gut könnt ihr einem Gnom sagen, er soll keine Sachen mehr sammeln. Wir machen natürlich weiter. Pedro wird in Zukunft bestimmt vorsichtiger sein. Prost! So. Dann machen wir ganz kurz das Trinkspiel mit den 500. Dafür cutte ich, weil ich das Gespräch ja schon durch habe. So, ich habe jetzt zusätzlich, weil ich ja vergessen habe, dass ich den Schmerztöter besorgen soll, von Elia den Plan abgekauft. Oh, die Kiste habe ich übersehen. Jetzt habe ich halt nicht mehr viel Gold. Das heißt, wenn ich jetzt noch irgendwie an Gold kommen muss, habe ich ein Problem. Wenn ich zum Beispiel den Schmerztöter kaufen muss, wird das momentan nichts. Deswegen speichere ich gerade auf einem Extra-Safe. Oh. Mehr ist nicht zu holen. 20 Gold geklaut, sehr schön. Einen schönen Gruß von Morris. Morris? Dieser Mistkerl ist einfach abgehauen und lässt sich nicht mehr blicken. Dabei schuldet er mir noch Gold für, wenn ich den in die Finger kriege. Tja, so sind sie. Und du? Bist du vielleicht besser? Ach, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Ich bezahle meine Schulden. Gut. Was willst du? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Alistair braucht ein wenig Gesellschaft. So, du meinst, er könnte ein wenig Ablenkung vertragen von seiner schweren Arbeit. Wir verstehen uns. Noch nicht ganz. Oh nein, so viel Geld habe ich noch nicht. Habe ich momentan nicht. Okay, ich hoffe nur, ich kann irgendwas verkaufen. Ich habe nämlich gerade echt ein Problem. Ich muss so viel Geld ausgeben, damit ich Gewinn machen kann. Das ist nicht cool. Wenn das alles nicht hinhaut, dann habe ich richtig verkackt. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Ja, du kriegst eher von mir Machete 25 bis 30. Oh, die Schrott. Sehr schön, aber die ist einiges wert. Und der Speer. Wurfwaffe. Warte mal kurz. Wie wird das angelegt? Ich glaube, ich habe das schon mal ausprobiert. Was willst du mit der Waffe? Okay, nee. Alles gut. Siehst du? Geht doch! Wir verkaufen den Scheiß. Es gibt auch nochmal einiges an Kohle. Und dann haben wir über 200, immerhin. Sonst noch irgendwie Plunder?
Da werde ich jetzt einiges sammeln, hoffe ich. Ist auch einiges Schrott dabei. Ich weiß auch nicht, ob ich das brauche. Ich hoffe nicht. Next Step. Wieder zu Dings da. Lola. Und die losschicken. Dann ist Alice doch abgelenkt. Dann muss ich warten, bis Elia ins Bett geht. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht noch ein paar Schlösser knacken. Vielleicht. Bin da sehr gespannt drauf. Lass dir Zeit mit Alistair. Jetzt verstehen wir uns. Keine Sorge, ich werde mich gut um ihn kümmern. So, Lola ist damit beauftragt. Ich weiß noch nicht, wo die jetzt gleich sind oder wie viel Zeit ich habe. Ich denke mal genug. Wie geht die jetzt da hoch? Ja, die lenkt den da oben ab. Dann muss ich noch warten, bis Elia runterkommt. Oh, der ist gar nicht mehr da. Ja doch, aber der ist da drüben. An dem komme ich aber, glaube ich, vorbei. Wir speichern lieber mal extra, bevor ich hier Mist baue. Und ich kann nur hoffen, da ich keine Schlösser knacken muss. Oh Gott. Alistair chillt da draußen. Raus! Scheiße. Ja, geh nur. Wieso sieht der mich? Wie soll ich denn da rankommen? Muss ich von der anderen Seite kommen? Ich gucke jetzt erstmal noch, ob es noch irgendwo eine Truhe gibt. Ich weiß, da hinten gab es keine, aber vielleicht kann ich dem Schmied was klauen. Okay, das kann ich tatsächlich knacken. Muss aber warten, bis er entweder wieder arbeitet oder schlafen geht. Genauso muss ich noch in Puerto Sacarico einsteigen, wenn die schlafen. Eventuell muss ich noch auf das Schiff, vielleicht gibt es da noch was zu holen. Ich hoffe, dass dieses ganze Geld ausgeben so früh auch jetzt nicht dumm war und ich jetzt nicht demnächst richtige Geldprobleme habe. So, der chillt hier. Das war tatsächlich gutes Timing. Oh Gott, Patty erschreckt mich doch nicht so. Die Karaffe kann man verkaufen. Da ist nochmal Munition, aber zum Knacken gibt es hier schon mal nichts. Dann springen wir schnell bei dem rein. Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Und dann gehen wir da von oben in die Kneipe. Die Kiste ist leer, sonst hat es hier nichts. Da war ich schon. Denk nicht mal dran, hier was mitzunehmen. Habe ich längst alles ausgenommen, Kumpel. Okay. Dann hast du noch außerhalb vom Piratenlager. Ach, falsch abgebogen. Außerhalb vom Piratenlager eine Kiste. Die holen wir uns auf jeden Fall. Vielleicht aber erst im nächsten Part. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch alles hier diesen Part kriegen. Wie gesagt, einen werden wir schon noch machen. Bringt alles nix. Ich zeig dir mal, was ich von Dieben halte. Au. Wir cutten kurz. So, okay, wir machen es jetzt kurz ein bisschen anders. Ich gehe hier hin. Es ist nämlich Abend. Es ist sogar Nacht, das heißt, dadurch, dass ich teleportiert habe. Das heißt, Elia geht wahrscheinlich jetzt auch demnächst ins Bett. Dann können wir das erledigen. Ja, verdammt. Okay, dann können wir hier an der Stelle auch laden. Hau schon ab. Andere Frage ist, kann ich die Typen hier genug austricksen, um die Truhe zu öffnen? Beziehungsweise, wie gut ist die Truhe gesichert? Ah, die wäre machbar. Die Frage halt, ob das auf Zeit geht. Wenn du klaust, gibt's Ärger. Also ob die Zeit abläuft, weiterläuft, während ich. Okay, an die Kiste komme ich nicht ran gerade. Jetzt halt die Frage, kann ich die Kiste öffnen, ohne dass die das mitkriegen? Oder läuft die Zeit weiter und ich kann das gar nicht schnell genug schaffen? Hier bräuchte ich halt 25, aber ich die Fuego oben weißt, ist weg. Du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Ich werde es also einfach mal ausprobieren. So. Da, ich erinnere mich. Entferne alle Regeln der richtigen Reihenfolge. Okay, da muss man einfach nur gucken, dass man die Reihenfolge korrekt macht. Ring der Täuschung. Schmutzige Tricks und Silberzunge. Na, warte. Okay. Ja. Oh, ich wurde erschossen. Ich hab's befürchtet. Ja, das lassen wir kurz laufen. Gut, ich werde hier aber laden. Gut zu wissen, diese Kisten kann ich nicht öffnen. Versuch gar nicht erst was zu klauen. Ja, ich Digga, hoffe, du weißt, wie erstmal aufstehen. Fremdenhaus zu verhalten. Wenn wir nochmal laden, an dieser Stelle kann ich gerade noch nicht viel tun.
Und das hier oben braucht 60. Alles klar, okay. Gut, ich lade das... ich lade das nochmal. Und gehe dann kurz mal runter zu den Feldern. Ich muss jetzt halt irgendwie gucken, dass ich diesen Part jetzt nicht zu lange mache. Der wird schon langsam ein bisschen lange. Aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich der vorletzte Part dieser Session. Beziehungsweise mal schauen. Ich will halt die Session beenden, kurz bevor ich mit Starbart rede. Ich denke, das geht ganz gut auf. Und ich will halt noch die Wildnis erforschen. Ich muss auch noch zu Jack. Für den Zucker. Also es könnte schon sein, es wird nicht alles in dieser Session reinpassen. Das heißt, dass wir das nächste Projekt, das ich vorhabe, dann zuerst beginnen. Bevor wir hier wieder weitermachen an dieser Stelle. Vaskos Turm könnte man eventuell auch noch was klauen. Aber ich renne jetzt einfach kurz zu den Feldern rüber. Ja, der Spielstand ist eventuell kontraproduktiv, aber egal. Was fehlt mir sonst noch? Wie gesagt, die Wildnis erforschen. Bis zu Jacks Leuchtturm muss ich kommen. Und eben alles, wo ich jetzt mit Largo abgeklappert habe, muss ich mir dann nochmal in Ruhe ansehen. Ohne ihn. Und dann gibt es halt noch ein paar Pfade, die ich mit Absicht weggelassen habe. Und halt diese Grabspinne. Auch die werde ich noch einmal versuchen müssen. So, jetzt die Frage, komme ich da überhaupt rein, während der hier säuft? Was führst du im Schild? Okay, die Kiste könnte ich knacken. Wie dich will ich nicht wiedersehen. Aber ich komme da nicht rein. Ich habe mich geirrt, ich komme da rein. Okay, wir knacken diese Kiste. Das ist eigentlich bei den Einfachen ist es echt schnell. Da gibt es einen Trank der Ehrfurcht, einen Grog, Schrot und Gold. Und wir sind hier fertig. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Und jetzt porten wir uns schnell zu Vaskos Turm. Oder? Da muss ich eh noch hin, dann lassen wir das erstmal. Anderer Plan, wir porten uns zurück ins Piratennest, denn Elia dürfte ja jetzt im Bett sein. Und ich kann auch noch mit einigen Leuten hier reden, zum Beispiel. Ich habe einen der Jungs zum Tor geschickt. Und die anderen schleppen wieder Wasser. Gut gemacht. Was wäre das? Wow, Lola ist ganz schön sauer auf dich. Dabei habe ich hier die schönste Nacht ihres Lebens bereitet. Aber wohl vergessen zu bezahlen. So ein Biest. Ist nur hinter dem Gold her. So, dann können wir als nächstes mit dem hier noch reden. Das hat sich gelohnt. 50 Gold von ihm. Und mit ihr? Nette Ausbeute. 30. Das sind insgesamt, glaube ich, 100, wenn man Lola mitzählt. So, und jetzt hoffe ich, dass Elia im Bett ist. Und der Schmied. Ansonsten gibt es hier jetzt nichts mehr zu tun. Ja, der Schmied ist im Bett. Aber auch mit dem muss ich kurz reden. Das heißt, ich wecke ihn einfach. Ich hoffe, das ist möglich. Sonst muss ich mir das merken und das morgen tun. Ein Hammer. Ein ganz normaler Hammer. Okay. Largo ist also wieder da, was? Gut, dass du ihn da rausgeholt hast. Ich habe die Krabben mit Blake erledigt. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie nicht wiederkommen. Du willst doch bei Stahlbart anheuern, oder? Ei. Dann beeil dich mal, damit ihr wegkommt. Wir brauchen keine Mistviecher hier. Okay. So. Und jetzt gucken wir, dass... hoffen wir, dass Elia im Bett ist und ich jetzt hier durchkomme. Irgendwie. Elia war ja nicht mal das Problem. Der Alistair hat mich ja einfach trotzdem gesehen, als ich da rumgeschlichen bin. Ich habe nicht mal geguckt, aber pennt. Okay, der pennt. So, weil das will ich auf jeden Fall noch in diesem Part machen. Und im nächsten Part kann ich dann... Wow! Raus. Warte, wenn ich da hingehe, bin ich da auch draußen? Nö. Ich sag es nicht nochmal. Patty, geh weg! Ich muss weg! Mach, dass du wegkommst. Okay. Das sollten wir doch wohl noch hinkriegen, Patty. Du bist so... beste Schleicherin ever. Hallo? Wenn du hier Ärger machst. Oh. Das hat sich gelohnt. Raus hier! Ja, ich war zu nah an ihm dran. Ich würde ja gerne noch mit dem normal reden, aber irgendwie komme ich nie dazu, weil ich eigentlich gar nicht hier sein darf. Jetzt probieren wir das nochmal. Zumindest habe ich den Taschendiebstahl geschafft, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da normal vorbeikommen soll. Okay. So scheinbar. Okay.
Jetzt nehmen wir erstmal den Scheiß mit. Das eigentliche Ziel von mir ist ja hauptsächlich, nur so ein Getränk zu klauen. Damit ich das nicht kaufen muss. Oh Gott, eine 90er-Kiste. Ja, das wird erstmal nichts. Das könnte ewig dauern. Oder niemals passieren. Aber bis jetzt sieht die Ausbeute nicht schlecht aus. Ah, verdammt, Kiste 30. Ich weiß jetzt halt nicht, ob Alistair tatsächlich abgelenkt bleibt für immer oder ob das nur eine Nacht hält oder wie lange auch immer. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich hier komme. Ja, das war zu befürchten. Okay, also das, die zwei Sachen kriege ich nicht. Ich springe hier einfach runter. Dumm wie Zwieback. Guck doch nicht so dämlich. Dumm. Ich hab mich dumm wie Zwieback. Was sagt der? Guck nicht so dämlich, ich hab mich auch erschreckt. Okay. Dann haben wir da oben alles geklaut, was ich gerade klauen kann. Dann würde ich sagen, dass wir den Rest, den wir vorhaben, einfach im nächsten Part machen. Ich hoffe, das passt alles in einen Part. Und für diesen Part war's das dann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.